Ja, erstmal bin ich auch so ein Stück weit kaputt von dem Spiel. Es war, denke ich, ein sehr intensives Spiel. Die positive Nachricht für uns ist, dass wir eine sehr ordentliche Ausgangsposition hier aus Elversberg mitnehmen. Wir haben ein Auswärtstor geschossen, was unser ganz klares Ziel war. Jetzt noch einmal 90 Minuten vor der Brust. Ich muss dann trotz alledem sagen, dass dieses 1:1 ein Stück weit glücklich ist. Ja, ich denke, Elversberg war über die gesamten 90 Minuten gesehen die Mannschaft mit den besseren Torchancen, mit den klareren Torchancen. Wir haben dort in der einen oder anderen Situation auch ein bisschen Glück, aber die Mannschaft hat wieder einmal Moral gezeigt. Ja. Sie ist wieder einmal läuferisch und kämpferisch an ihre Grenzen gegangen und wir haben nach diesem 0:1, wo ein leichter Fehler vorausgeht und dann die rechte Abwehrseite von uns ziemlich offen ist, haben wir Moral gezeigt, die Köpfe hochgelassen und sofort zurückgeschlagen. Ja, und dann war es dann einfach unser Ziel, dieses Spiel sauber zu Ende zu bringen. Und das haben wir geschafft. Und jetzt gilt es einfach fürs Heimspiel mit noch mehr Zwickauer Zuschauern im Rücken, mit auf einem Terrain, wo wir uns auskennen, ja, wo wir zu Hause sind, wo wir uns wohlfühlen, eben dort nochmal 90 Minuten alles zu geben, 90 Minuten alles aufzurufen, genauso konzentriert zu Werke zu gehen. Und dann stehen die Chancen gut, dass wir es schaffen können. Aber nochmal, die Situation war vor dem Spiel 50:50, ja, die Chancen, zwei Mannschaften, die sich in ihrer Liga jeweils durchsetzen zu diesen Aufstiegsspielen können. Die begegnen sich häufig auf Augenhöhe und wir haben jetzt vielleicht den Tick besser, dass wir, wenn wir zu Hause zu Null spielen, dann aufsteigen würden. Aber Elversberg mit ihrer Mannschaft ist immer in der Lage, dort gefährlich zu sein und das gilt es einfach zu unterbinden. Und dann bin ich zuversichtlich, wir haben auf jeden Fall ein gutes Gefühl, mit dem wir jetzt nach Hause fahren. Vielen Dank. Dankeschön.